So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Buddelfolge. Immer noch auf der Suche nach ganz viel Kohle. Also, jetzt nicht Money, 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 sondern wirklich Kohle. Da brauchen wir ungefähr 180 für, von. Boah, also wenn ich der bedenke, dass wir auch noch Sachen verlieren davon. Was ja. Ich meine, gut, wir verlieren nicht die gesamten 180, aber bestimmt einen relativ großen Teil davon. Da habe ich ja mal gar keinen Bock drauf. Ist ja einiges an Kohle. Nice. Naja, wir müssen ganz schnell ganz tief kommen. Damit wir wirklich zu dem Gebiet kommen, wo die ganzen großen Kohlevorkommen sind. Also wo halt alles in großen Massen kommt. Auch Kohle. Das ist wieder der schwarze Gestein, ja. Das sieht immer aus, als wenn in der Höhle wäre. Voll Betrug. Aber ich meine, hey, wir sind ja mittlerweile schon bei fast 900. Also viel fehlt nicht mehr. Siehst du, ist das. Kann man daraus. Jetzt kommt es nicht, daraus kann man Kohle machen. Alles auch nicht. Was kann man daraus machen? Gar nichts. Voll hier steht der Use Furnace to melt. Ich würde tatsächlich einfach mal hier mal Ofen klatschen. Mal gucken, was passiert, wenn wir das Zeug hier einschmelzen. Oh ja, was noch mehr Kohle gleich. Frage Nummer 1. Okay, kann man nicht als Brennmaterial nutzen. Schade. Packen wir mal eine Kohle rein. Gucken, was passiert. Bitte keine Explosion. Bitte keine Explosion. Bitte nicht. Äußerst. Was ist das wiederum? Ist das denn Brennquelle oder? Nee. Sieht nicht wirklich so aus, ne? Jetzt die Frage, kann man daraus irgendwas machen? Nö. Na gut. Können wir uns später mal angucken. Das wollte ich eigentlich abbauen. Danke dafür. Hey. Oh, Gold. Mithril. That's not bad. Oh, noch mehr Mithril. Erstmal hier Licht machen. Scheint schon gewesen zu sein.
Ja, eigentlich müssen wir wirklich hier alles mitnehmen. Weil ich glaube, für dieses Rank-Up brauchst du eigentlich so ziemlich von allen Materialien immer irgendwann relativ viel. Problem ist halt nur, ich will mein Inventar nicht so gleich so recht so voll klatschen, weil der Raum ist begrenzt. Alter, aber diese Spitzhacke hält ja wirklich ewig. Holy shit. Ich meine, es ist natürlich super geil. Mit den Stahlspitzhacken wären wir bei im Leben nie so weit gekommen in der kurzen Zeit. Erstmal, weil wir einfach immens viel gebraucht hätten. Und vor allen Dingen auch, weil die halt doch viel langsamer wären. Das ist ja ein richtiger Speed-Up jetzt gerade hier mit der Spitzhacke. Ah, und dann kommen wir wirklich ins Gebiet, wo wir große Mineraliencluster haben. Und damit sind wir doch gar nicht bei 1000. Lol. Oh, und wir sind voll. Und das heißt, wir machen mal hier ganz kurz unseren Home-Punkt. Dann gehen wir mal nach Home und laden ein bisschen Stuff ab. Wir sind so voll. Heieiei. Na gut, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Packen wir die Sachen hier mal. Eins lassen wir mal da. So. Eins und Z. In der richtigen Reihenfolge, wenn es geht. So ungefähr. Hat sie nicht noch eine Schippe gehabt? Nee, schon mal nicht. Und den Rest schmeißen wir einfach hier mit rein. Voila. Easy. Wir haben. Oh, wow, wir haben fast 180. Nice. Cool. Das natürlich praktisch. Aber was hier durch die ganzen großen Gebiete hier relativ schnell an welches kommen, ne? Die geht jetzt gerade richtig schnell hier unten. Einer war auch schon massig. Okay, ich glaube, hier hört es auf. Entschuldigung. Nightstone. Ah. Das, was vorhin dieser eine User da benutzt hat. Ich glaube, in der letzten Folge. Wo es auf einmal Nacht wurde. Frage ist, gibt es auch einen Tagstone? Also einen Daystone? Oder sind die Days einfach immer Stone? Komm, Leute, lacht mal, das war witzig. Habert euch nicht so. Ah, gleich haben wir die 1000 erreicht.
Das heißt, gleich dürften dann die ersten Mega-Höhlen kommen. Ich denke, ich pack dich mal nach da. Na gut, so viel war es noch nicht. Aber doch. Was ist denn das? Was gibt's denn für. Was werden für komische Sachen gedroppt, sag mal? Stone-Rune, haufenweise irgendwelches kryptisches Zeug hier. Holy shit, wow. Das ist nicht gut. Kannst ja nicht mehr in Ruhe nachts schlafen. So, und damit sind wir jetzt offiziell in dem Gebiet, wo es anfängt Spaß zu machen. 1024. Bin mal gespannt, wann wir auf unsere erste Mega-Höhle treffen. Ich meine ja nicht, dass uns die Mega-Höhlen viel bringen, weil dadurch, dass es Monster gibt, sind wir da relativ schnell am Arsch. Aber es ist zumindest ein schöner Indikator dafür, dass wir bald mit reichen Mineralien belohnt werden. Oh. Was war das gerade? Achso, hier sind manche Steine. Meter! Endlich mal was Gutes hier. Yeah! Und schon hat sich das tiefe Kram gelohnt. Ja, weil es ist ja nicht nur so, dass die Sachen, wie gesagt, die als neue Sachen hinzukommen, sondern auch die Sachen, die es gibt, kommen häufiger. Je tiefer man ist. Also auch sowas wie Mese und Diamant. Gibt es irgendwie sowas wie Ansel oder so? Ne. Ich meine, unsere Spitzhacke hält noch eine Weile, aber halt nur eine Weile, nicht für immer. Von daher. Und weil ich absolut keinen Plan habe, wie diese Charten funktioniert,
Wäre es fast klasse, wenn wir die einfach wieder reparieren könnten, aber sieht nicht so aus. Diamanten. Oh no, we are full. Dankeschön. Achso, ich glaube, Kohle, wir müssen mal, uns mal abwenken, tatsächlich. Oh, hä? Nightstone. Achso, die kann man nicht stacken. Okay. So, dann machen wir hier wieder Homepoint. Und gehen wir zur Base. Hier ist dunkel. Das ist nicht gut. Beziehungsweise euch packe ich mal auch. Ja, ich packe euch mal hier rein. Da ich keinen Plan habe, was ich damit überhaupt machen soll. So. Ich weiß nicht, packe ich hier mit rein. So, haben wir mal 80 Kohle. Haben wir definitiv 180 Kohle zusammen. Sehr geil. Das heißt, wir packen jetzt da. Achso, oh Gott, muss ich hier. Wie viel brauchten wir? Wir brauchten 20. Ach, lieb. Hallo. So, in der Hand halten und wake up. Yeah. Gott, wir verlieren über 75% verlieren wir. Alter. Das ist schon heftig. Wie viel wir dabei verlieren? Von über 200 haben wir jetzt noch 80. Also von weit über 200. Sind jetzt Kohlespieler. Ist auch schon mal was. So, das nächste wäre ein Iron Blocks. Das müssten wir auch zusammen bekommen. Wobei wir die Dinge erstmal einschmelzen müssen. Mit der übrigen Kohle, die wir noch haben. Die Dinge packe ich glaube ich noch hier. Das ist eine gute Stelle. So. 100. Oh, gut. Zwei haben wir noch. Die Sonne. Sieht schon sehr idyllisch aus hier. Schöner Ort, gefällt mir.
Gefällt mir sehr gut. Problem ist halt dieses, ne, hier diese Coldplayer, dadurch, dass sie schwarze Namen haben, kann man das halt kaum lesen. Du musst wirklich hier so hellen Hintergrund halten, damit du das lesen kannst. Sobald du ein bisschen Texturen hast, ist es super schwer zu lesen. Deswegen müssen wir da so schnell wie möglich raus. Die braucht aber ewig, ey. Heilige Scheiße. Guck mal, da gibt's Orangen. Ha, nice. So, Enchantment. Okay. Oh, ohne Tee. Ah, okay, diese klassischen Dinger. Ah, von denen habe ich halt überhaupt keine Ahnung. Oh, okay, ich füge gerade mal 20% Ausdauer hinzu. Das heißt, selbst ohne diesen Enchantment wäre sie fast noch genauso gut. Also von der Abbaugeschwindigkeit wäre sie genauso gut. Und vielleicht etwas weniger halten, aber ganz ehrlich, so extrem lange wie die hält, da 20% weniger, also sind ja nicht 20%, sondern das wären ja 20%, 16%, das wären, ja, also ungefähr 16, also. Ganz genau, 16,5 wurde 6% weniger. Und das ist halt komplett machbar. Also. Das geht schon. Gott, das dauert echt nicht so lange hier. Lohnt sich ja fast Vollpause zu machen. Goddammit. Vor allem brauchen wir überall 20 Blöcke. Wenn ich mir bedenke, bei dir oder Mese, Alter, da 20 Blöcke zusammenbekommen. Holy shit. Das ist schon, ja, schon eine Hausnummer. Na gut, ich würde mal sagen, wir warten mal bis hier so ungefähr 80 drin sind. Dann schmeiße ich die restlichen 100, also nochmal 100 rein. Dann machen wir nächstes Mal Folgenende. Wir können den, zwischen den Folgen schon mal durchbraten. Ich könnte auch jetzt schon abbrechen und das Ganze offscreen machen, aber nö. Ich hasse offscreen Sachen machen. Ich habe nur Angst, wenn ich jetzt hier bin. Ich meine, gut, so leicht kann man auf diesen Berg hier nicht rauf. Stimmt schon. Aber leicht genug, dass mich hier Leute griefen könnten. Wobei alles, was ich machen müsste, weil hier kommt keiner rauf. Hier ist ja alles protected. Obwohl doch man würde schon raufkommen. Indem man sich zum Beispiel einfach hier außerhalb der Area, die ist ja nur bis da geschützt, indem man sich außerhalb dem Ding hochbaut und zwar so hoch, dass wenn man runterspringt, man hier drauf landen kann. Und schon würde man raufkommen. Aber ich kann zumindest schon mal hier so einen kleinen Schutz machen. Das Ding geht ja hier auch bis. Na gut, nur bis dahin. Jetzt dürfte hier keiner reinkommen. Jawohl, hier. Dran vorbeigehen geht nicht, fällst runter. Und bei den anderen Stellen gibt es keinen Bereich, wo du raufkommst. Von unten. Gut, schön, na dann. Wie gesagt, das soll es für die Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Ich halte meine Kamera. Oh, ein bisschen. Bis dann.